Sind Sie auch ein Multilader? Tja, jeder, der die Antwort jetzt mit Ja beantworten kann, Freunde, der ist hier genau richtig bei meinem Video und damit herzlich willkommen hier bei MiAppleCat. Tja, ein Multilader, also jemand, der mehrere Geräte gleichzeitig aufladen muss, wie zum Beispiel iPhone, iPod, noch ein iPhone, ein iPad und ja, noch ein iPad. Das wird dann schon relativ schwierig mitunter. Man braucht, klar, für jedes Gerät ein Kabel, für jedes Gerät einen eigenen Netzstecker und natürlich einen Platz in der Steckdose oder ja, eine Steckdosenleiste. Und naja, was soll ich groß erzählen? Ihr kennt das sicherlich. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man das ein klein wenig ja, übersichtlicher gestalten kann. Und so eine Möglichkeit will ich euch heute einmal vorstellen. Deswegen erstmal die Gerätschaften kurz zur Seite. Und da haben wir das Gerätchen. Das ist, ja, wie nennt man das? Keine Ahnung, so ein Ladeport oder ich sag mal eine Ladestation, wo man eben hier bis zu 5 Geräte reinstellen kann. Hier oben in diese Riefen rein. Das sind also extra solche Ständer, wo dann zum Beispiel hier so ein iPhone schön seinen Platz drin findet oder auch ein iPad oder andere Gerätschaften, die da eben reinpassen. Auf der Vorderseite sehen wir 5 USB-Ports. Jeder von denen kann 5 Volt 2,4 Ampere maximal an Output liefern und in Kombination gibt es maximal 40 Watt Output. Dann haben wir hier noch eine kleine LED-Statusanzeige und auf der Rückseite, da kommt hier unser Stromkabel rein, steckt schon drin und wir haben dort noch einen Hauptschalter, um das Ganze ein- oder auszuschalten. Ja, also ziemlich einfach erklärt. Unterseite Gummifüße und hier haben wir nochmal die Spezifikationen. Also Leute, somit kann man schon mal, ich sag mal, die Anzahl der Steckdosen und auch die Anzahl der Ladegeräte deutlich reduzieren. Und jetzt wollen wir doch nochmal sehen, ja, ob das Ganze hier auch funktioniert, wenn ich hier die Gerätschaften anschließe. Und so sieht dann unser Ergebnis aus. iPad groß, iPad klein, iPhone, wobei ich habe hier nicht genug Kabel gefunden. Also 3 Geräte jetzt hier erstmal nur so angeschlossen. Den ganzen Kabelsalat, den hat man natürlich dennoch, aber das kann man ja irgendwie ein bisschen schön verstecken, so dass man es dann nicht so sieht und dann kann das hier trotzdem noch gut aufladen. Hallo Leute. So, und dann schauen wir mal. Ich drücke mal hier den Hauptschalter. Einstöpseln. Ja, einstöpseln müsste man dann das Ladegerät auch noch. Der Stecker steckt, also drücken wir hier mal den Hauptschalter und schauen, ob auch alles beginnt zu laden. Und, jawohl, sieht gut aus, funktioniert also. Also mit dieser Ladestation kann man hier sein, zumindest seine Ladesituation ein klein bisschen organisierter halten. Ist eigentlich ein schönes Gerät. Man hat nur noch einen Stromstecker, den man anschließen muss. Kann dann hier bis zu 5 Geräte reinstellen und laden. Und ihr seht von den verschiedenen Größen, ein großes iPad, ein kleines iPad, iPhone, iPod oder auch euer Android, Smartphone natürlich oder alles, was hier reinpasst und per USB geladen werden kann, kann hiermit mit Strom versorgt werden. Ja, ist auch eine ganz praktische Sache. Ich dachte mal, ich schaue mir das mal an, zeige euch das und der ein oder andere Multilader kann so ein Teil hier vielleicht ganz gut gebrauchen. Auf jeden Fall, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung, Freunde. Das Ding funktioniert, macht einen guten Eindruck, kann man sich gerne mal zulegen. Das wäre es dann auch schon gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MiAppleCat. Macht's gut.